Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! Nicht am Freitag, sondern am Samstag und samstags recht spät und mit keinem neuen Deck, sondern mit dem ersten Deck, was ich hier gezeigt habe, nämlich mein Pflanzendeck. Ihr habt immer gemeint, spiel mal wieder ein Deck, was nicht auf XMZ und Synchro aufgebaut ist, heißt ein altes Deck. Und ja, das war einer der ersten Decks, die ich mir je erstellt habe, nachdem ich mit DevPro wieder in Yu-Gi-Oh! Eingestiegen bin. Und ja, das Pflanzendeck basiert auf Pflanzenkarten und wir spielen gegen ein weißes Drachendeck. Wie dem auch sei, wir spielen mit einem Pflanzendeck. Das Pflanzendeck basiert auf der Phönixianischen Büschel Amaryllis. Die Phönixianische Büschel Amaryllis ist eine Pflanzenkarte, welche man aus dem Friedhof spezial beschwören kann, wenn man ein anderes Pflanzenmonster verbannt. Aber die werden wir ja später in diesem Kampf hoffentlich noch sehen. Jetzt muss ich erstmal, oh Gott, wie Ewigkeiten ist es her, dass ich, früher hatte ich immer finstere Bestechungen in allen Decks drin. In allen. Ja, jetzt haben wir gerade das Problem, wir haben hier ein Might mit den blauen, wir haben ein blaues Drachendeck. Deck, und das gefällt uns gar nichts. Gar nichts, das gefällt uns gar nicht. Deswegen werden wir erstmal hier unsere zwei Karten setzen und in die Endphase wechseln. Die Might mit den blauen Augen ist da, um den weißen Drachen mit eiskaltem Blick, den blauäugigen weißen Drachen, schnell aufs Feld zu bekommen. Das kann er allerdings nur, wenn wir diese Karte hier angreifen. Das lassen wir allerdings, und deswegen, ja, kann er uns da nicht viel anhaben. Die Naturia-Kirsche, die ich hier gerade gelegt habe, ist eine Karte, wenn sie angegriffen wird und zerstört wird, auf dem Friedhof gelandet wird, wenn sie durch irgendeine Karte des Gegners auf dem Friedhof landet. Okay, er hat hier selbst was, um sie zu zerstören. Dann darf ich alle anderen Naturia-Kirschen aus meinem Deck spezial beschwören. Heißt, bis zwei andere. Und da sehen wir schon das Problem an dem Ganzen hier. Ha! Ein blauäugiger, weißer Drache. Naja, das ist nicht ganz so schlimm, weil, wie gesagt, wir haben die Naturia-Kirsche. Die landet dann zwar auf dem Friedhof, aber egal. Wir kriegen ja noch mehr. Oh, nee. Und er spielt ein Synchro-Deck, die habe ich ja noch nie gesehen. Wenn diese Karte speziell beschworen wird, bla bla bla, die Nutzer können zu... Ja gut, finden wir nicht so schlimm, denn wie gesagt, der Effekt aktiviert sich. Diese Naturia-Kirsche ist aus dem folgenden Grund im Deck. Eigentlich nur, damit Pflanzenkarten auf Friedhof sind, denn die Büschel Amaryllis, die Phönixianische Büschel Amaryllis, braucht Pflanzen auf dem Friedhof. So, da hätten wir schon zwei auf dem Friedhof, das stört uns nicht groß. Und dann würde ich sagen, gehen wir in unsere Phase, hoffen auf eine gute Karte, und da haben wir tatsächlich was Annehmbares gezogen. Ich muss auch gleich mal natürlich lesen, was seine Karte hier kann. Ende des Spielzugs, weder als Ziel für Karten noch von diesen zerstört werden. Einmal pro Spielzug werden deine Sinfais. Du kannst ein Monster in deinem Friedhof wählen. Beschwöre das gewählte Spiel. Damit kann es einen blauäugigen Drachen nächsten Zug holen. Allerdings können wir dagegen noch gar nicht so viel machen. Nein, damit können wir gar nicht viel machen. Aber das lassen wir erstmal und legen unser botanisches Mädchen. Ja. Und wechseln in die Endphase. Und jetzt wird unsere zwei Monster beschwören. Nein, das wollen wir noch nicht machen. Zerstören. Und wir können eine weitere Phönixianische Büschel Amaryllis aus unserem Deck holen. Denn diese Karte hat den Effekt, wenn sie von dem Feld aufs Friedhof geschickt wird, durch einen Kampf, nö, egal von was, dann kann ich eine Pflanze aus meinem Deck holen mit 1000 oder weniger Death-Punkten, wie wir vorhin gesehen haben. Ich habe ja schon eine auf den Friedhof geschickt, eine Phönixianische Büschel Amaryllis. Die hat, ja, okay, viel Zeug. Und deswegen können wir, oh nein, er hat den Totemdrachen auch noch. Was soll ich denn machen? Kriegt er jetzt noch? Also erst im nächsten Zug auf jeden Fall. Er wird uns erstmal ganz schön au-au machen mit seinen Karten hier. Aber das ist okay. Das ist okay. Tu, was du für nötig hältst, Gegner. Tu, was du für nötig hältst. Okay, er macht wieder eine Synchro. Und holt den... Diese Karte kann nicht annulliert werden, wenn diese Karte als Synchron beschworen wird. Okay, falls diese Karte angreift, bleibt es sie bis... Okay, okay, einfach vom Damage Step unberührt. Das wollen wir allerdings nicht. Da aktivieren wir unsere finstere Bestechung. Das macht das für jede Zauber- und Fallenkarte. Im Zauber-Fallenkartenbereich, das ausgerüstete Monster 500 mehr ATK bekommt. Sie selbst zählt natürlich mit, und wenn er einfach verdeckte Karten noch dazu legt, dann wäre das doch recht nervig. Doch, das wäre nicht schön. Oder macht er... Oh.
Der Arme. Und wir aktivieren natürlich den Effekt von unserem botanischen Mädchen, womit wir eine phönixanische Büschelärmelis aus dem Deck holen. Ich kann ja kurz mal erklären, was genau sie macht. Ich kann sie aus dem Friedhof holen, indem ich eine andere Pflanzenkarte verbanne. Wie schon erklärt, erstmal macht er natürlich einen Fehler. Er wusste doch ganz genau, dass sie nur 200 Verteidigung hat. Das war ein bisschen doof, aber man kann sich ja nicht alles merken. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich kann eine Pflanze aus dem Friedhof verbannen, dafür kommt sie aufs Feld, aber nur in meine Endphase. Bedeutet, der Gegner kann sie im nächsten Zug zerstören, denn sie wird immer in offener Verteidigungsposition beschworen. Wenn sie allerdings angreift, wird sie zerstört. Und wenn sie auf dem Friedhof landet, auch also wenn sie durch ihren eigenen Effekt zerstört wird, dann kriegt der Gegner 800 Schaden. Heißt, jedes Mal, wenn sie zerstört wird, kriegt der Gegner 800 Schaden. Jetzt aktivieren wir erstmal den Zahlungsname, womit wir ein 8-Sterne-Monster von unserer Hand auf den Friedhof schicken können, dafür zwei Karten ziehen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Jetzt haben wir gerade das Problem, beziehungsweise ich habe das Problem, was ich sehr unschön finde. Was konnte ich hier nochmal? Okay, das war auf jeden Fall nicht der Köderdrache. Das sollte ich nicht verwechseln. Dann beschwören wir uns einen phönixanischen Samen. Den benutzt man normalerweise, um die phönixanische Büschel-Amelis mit der Hand zu beschwören. Allerdings benutzen wir sie mit dem Super-Solar-Nährstoff. Der kann folgendes. Ich kann zwei Sterne-Monster auf den Friedhof schicken. Nein, die Karte will ich natürlich nicht anketten. Also ein oder zwei. Und dann bis zu einem, weil ich hier gerade einen Zweier geschickt habe, plus 3 heißt, wir können jetzt doch schon wieder etwas recht Schönes holen, denn wir holen uns unsere Einzelfeuerblüte. Wir können immerhin ein Monster von seinen zerstören und die Einzelfeuerblüte kann folgendes. Ich kann sie aktivieren, eine Pflanze auf dem Feld zerstören und dafür ein anderes Monster aus meinem Deck holen. Ein anderes Pflanzenmonster und wir wählen unsere Prinzessin. Dieses Deck basiert wirklich überhaupt nicht auf X und Z und Synchro, beziehungsweise ursprünglich, ich habe es natürlich ein bisschen umgebaut, damit man es auch heute benutzen kann. Auf jeden Fall, ja, seht ihr ja schon. Sein eines Monster können wir hier nicht zerstören, das ist dann einfach zu viel ATK, aber hier sein 9-Sterne-Synchro-Monster kann auf dem Friedhof landen, was jederzeit wieder den blauäugigen Drachen holen kann. Und dann wechseln wir auch Main Phase 2. In Main Phase 2 legen noch eine Karte, um ihn einfach zu verunsichern. Und gehen in die Endphase. So, jetzt sind wir in der Endphase und wir können endlich unsere netten Pflanzen vom Friedhof verbannen und unsere phönixianische Büschel-Amelis aufs Feld holen. Dann schicken wir erstmal die Kirschen in die Verbannung und holen hier auch die zweite. Jetzt kann man sich schon denken, oh, das sind alles 8-Sterne-Monster, da könnte man tatsächlich 8 Sterne X-Monster reinmachen. Das habe ich jetzt auch im Nachhinein getan und wir sehen schon, bei diesem Gegner werden wir sie brauchen. Was mir aber auch gerade einfällt, ich habe gar keine 4-Sterne X-Monster reingemacht. Ich habe natürlich, weil die Kirsche ein Synchro-Monster ist, da noch was drin. Was? Was? Warum? Ach so, okay, ja klar. Das ist okay. Aber trotzdem, warum? Ich hätte mir einen besseren Zug vorstellen können, aber lassen wir den Gegner Gegner sein. Naja, ich weiß ja nicht, was ihr auf der Hand habt. Nö, aktivieren wir nicht. Zerstört er erstmal so ein phönixanische Büschel-Amelis, dessen Effekt sich aktiviert. Er kriegt 800 Schaden. Und dann steht es doch... Suizid? Ja, okay, mit Suizid ist es natürlich okay. Steht es doch wieder besser um uns. Wir haben... Nein, es steht eigentlich schlechter um uns. Wir haben nämlich rein gar nichts mehr auf der Hand. Wir können auch keine X- und Z-Beschwörung machen, weil wir keine 8-Sterne-Monster auf dem Feld haben. Das aktiviere ich einfach mal und mache seine Karte kaputt. Man weiß ja nie, was der Gegner so hat. Das kann ja nicht schaden, sagen wir es so. Magische Zylinder, das hat sich doch gelohnt. Eigentlich eine sehr alte Karte. Der botanische Löwe. Alter. Nee, ich habe nicht Alter gesagt. Ich mochte den nicht mehr in meinem Wortschatz haben. Der botanische Löwe kann leider nicht genug. Er kriegt 300 ATK für jede Pflanze auf dem Feld. Aber, ja, wir haben nicht genügend Pflanzen auf dem Feld. Jetzt ist die Frage, wir werden auch nicht genügend haben. Werden wir einfach den botanischen Löwen setzen, in der Hoffnung, dass er ihn zerstört und uns einfach mal eine Karte lässt. Außerdem aktivieren wir Sturm der Wohlgerüche, mit dem wir eine Pflanzenkarte auf dem Feld zerstören können und dafür eine Karte ziehen dürfen. So, was auch immer wir gerade eben da aktiviert haben mit Fragezeichen, Fragezeichen. Ach, wir durften nochmal eine Karte ziehen. Und außerdem kriegt der Gegner natürlich 800 Schaden. Das bedeutet, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt haben wir den Feuersamen gezogen, den wir eigentlich
mit Sturm der Wohlgerüchen kaputt machen wollten. Das ist nämlich eine Kombo, denn wenn Feuersamen per einem Karteneffekt zerstört wird, wir haben so viele Pflanzenmonster auf dem Friedhof, das ist echt schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wenn der durch einen Pflanzeneffekt zerstört wird, durch einen Karteneffekt zerstört wird, dann darf ich mir eine andere Pflanzenkarte aus meinem Friedhof beschwören. Mit Stufe 4 oder niedriger. Das ist natürlich praktisch, da wir gerade einfach nur Death brauchen. Das finde ich, ist natürlich sehr spannend. Ach, es ist gerade. Warum habe ich keine 4 Sterne X und Z-Karten reingebaut? Macht. Ich habe das Deck gestern Nacht noch aufgerüstet, weil, ja, schnell ein Deck aufrüsten geht schneller, als sich neue Strategie überlegen und ein komplett neues Deck zu machen. Aber irgendwie habe ich die 4 Sterne Monster vergessen. Komm schon, zerstör unsere verdeckte Karte. Ich weiß, dass du das willst. Zerstör sie. Bitte. Ja, 300 ATK allerdings können mir da lange Pflanzenmonster aufs Spielfeld holen, bevor der genügend ATK hätte. Er zählt natürlich selbst mit. Heißt, maximal 5 würden wir maximal 1500 ATK mehr bekommen und selbst dann wird es nicht reichen. Nö, das wird nicht mal reichen. Deswegen geht das schlecht. Ja, er holt natürlich seinen Drachenherrscher, wird wieder 2 Karten von uns zerstören. Ich bin gespannt, welche. Ach, das ist gerade richtig dumm. Aber wir können ihn totburnen. Das ist ein guter Vorteil von der phönixanischen Büschelärmelis, dass man einfach noch die 800 Schaden macht. Jetzt kriegt er wieder. Okay, er wird wieder alle unsere Monster zerstören. Ja, ich denke mal, dass er mit den 300 ATK einen von beiden kaputt machen wird. Und auch 6, also wir machen jedes macht 800 Schaden. Das heißt, wir müssten. Dieses Monster kann ich. Kannst du bis zu 2 Karten zerstören, die du kontrollierst. Falls du dies tust, erhält deine Karte einzusetzen den Angriff in diesem Spielzug. Was? Warum hat er das gemacht? Er hatte gerade eben 3 Angriffe, mit denen er all meine Monster zerstören könnte und er macht stattdessen eine Synchro. Das bringt ihm gerade rein gar nichts, will er oder kann er, warte, 2 Karten. Monster oder Karten? Nee, er könnte die verdeckte Karte zerstören. Naja, er kriegt die 800 Schaden, darüber sind wir glücklich. Er zerstört die verdeckte Karte, einen botanischen Löwen, ein weiteres Pflanzenmonster, was wir verbannen können, um Monster aufs Feld zu holen. Ja gut, da haben wir eine weitere Zahlungsnahme, aber wir, ja, bringt uns gerade nichts. Wir werden natürlich einfach wieder eine Karte legen, um zu deffen. Unseren Kaktuskämpfer. Wir können nichts zerstören, deswegen, ja, Endphase würde ich da mal behaupten. Endphase. Und wir holen unseren phönixanischen Büschel-Amulet wieder. Und verbannen, oh Gott, es wird langsam knapp von den Pflanzenkarten, die Nette hier. Ich warte gerade eigentlich nur darauf, dass ich irgendwas auf der Hand habe, was was ändert. Selbst wenn ich jetzt vierer X und Z-Monster hätte, würde es nichts ändern. Da holt er natürlich wieder seinen Herrscherdrachen. Lang kann er es nicht mehr machen. Ich glaube, er hat sogar mittlerweile gar keine 2 Drachen mehr auf dem Friedhof. Das dürfte die letzte Runde sein, genau. Mach halt all unsere Monster kaputt. Du kriegst auch den Schaden. Du kriegst auch den Schaden. Eine Runde danach können wir uns noch deffen. Beziehungsweise, ja. Doch. Nee, macht er unsere verdeckte Karte kaputt? Doch, macht er. Heißt, jetzt wird es wieder mehr. Vielleicht kriegen wir ihn echt totgeburnt. Vielleicht haben wir das Glück. Wir brauchen ja nur noch 5-mal. Ja, wir brauchen nur noch 5-mal, oder? 800 Schaden? Nur 5-mal? Das ist eine gute Quote. Setzen wir einfach unseren Samen, den der nächsten Zug wieder zerstört, wechseln in die Endphase und beschwören mal wieder 2-mal unsere phönixanische Büschel-Amelis. Das ist jetzt eine recht langgezogene Runde, gebe ich einfach auch mal zu. Aber ihr wolltet auch mal ein Burn-Deck. Das ist jetzt quasi ein Burn-Deck. Ich mag Burn-Decks einfach nicht, weil es ist einfach eine Spielweise, die mir nicht gefällt. Sie ist so nervig. Ich denke, das ist verständlich. Ja gut, dann würde ich sagen, mach mal was, Gegner. Wir haben leider nicht mehr die Möglichkeit, obwohl, doch, eigentlich, es könnte reichen. Es dürfte vom Burn her sogar reichen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob wir das echt noch ändern können. Vor allem, wir kriegen jetzt wieder eine Pflanzenkarte auf dem Friedhof. Er wird sie 2-mal zerstören. Nein, er greift nicht mehr an. Er greift nicht mehr an. Das bedeutet, es ist XYZ-Zeit. Und das bedeutet, wir holen den hier. Ich lese ihn zum Sicherheit nochmal durch. Bis zu 2-mal Profilzug während deiner Mainphase 1 kannst du ein XYZ-Monster Material von dieser Karte abhängen und dann 1 als spezialbeschworenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Dann, falls es ein X- und Z-Monster war, füge. Nee, es ist leider kein X- und Z-Monster, das reicht uns aber trotzdem.
wir werden natürlich die zwei Monster hier für eine XMZ-Beschwörung hinnehmen. Hoffen einfach mal, dass er keine gemeine Karte hat. Und er hatte sie tatsächlich. Jetzt werden die natürlich nicht zerstört, sondern sie werden abgehangen. Das ist eine sehr, 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 sehr ärgerliche Sache. Und wir setzen unser Monster und wechseln in die Endphase, denn wir müssen weiterhin deffen. Jetzt haben wir natürlich Burns verloren. Jetzt haben wir Burns verloren. Das ist eine sehr, sehr tragische Sache, aber wir dürften trotzdem noch hinkommen. Mit dem Ganzen, hoffe ich, zumindest, wenn wir noch ein paar Karten ziehen. Er will uns ja anscheinend nicht mehr angreifen. Das bedeutet, wir können gleich nochmal dasselbe probieren. Aber dürfte er auch langsam mal wieder Karten ziehen, die ihm helfen. Das sollte doch im Bereich des Möglichen sein. Ich habe mir schon überlegt, ob ich die Beschwörung überhaupt mache. Okay. Das war... Okay, damit könnte er einen Drachen von der Hand holen. Okay, er will tatsächlich wieder den Burn hinnehmen. Einmal? Ich verstehe nicht. Ach so, er will wahrscheinlich eine XMZ-Beschwörung verhindern. Jetzt sind mir ja die Prinzessin von Chamäleon gezogen, allerdings auf der Hand. Zwei Opfer, ha, lieber nicht. Deswegen aktivieren wir Entzahlungsnahme. Und schicken sie direkt wieder auf den Friedhof. Ziehen nochmal Entzahlungsnahme. Und die Einzelfeuerblüte, die wir natürlich benutzen werden. Wir beschwören sie, aktivieren sie. Opfern... Ach, ich hätte die andere aufdecken sollen. Wir opfern sie einfach selbst, denn wir brauchen einfach die Monster auf dem Friedhof und holen uns das botanische Mädchen. Denn wir haben noch einmal im Deck eine Karte, die wir noch ziehen wollen. Und wir haben die Death, würde ich einfach mal behaupten. Gehen in die Battle-Phase, also wir haben das Leben. Und greifen einfach mal an, denn wir wollen unser botanisches Mädchen auf den Friedhof schicken, damit wir wieder eine Karte auf den Friedhof schicken können. Okay, magische Zylinder. Dann halt nicht, dann halt im nächsten Zug. Lassen wir das. Holen wir so Büschel Emerylis wieder aufs Feld. Wir müssen dafür, ja, eine Prinzessin verbannen. Und haben doch eine gute Death. Ja, er kriegt uns auf jeden Fall nicht tot, hoffe ich zumindest, falls er jetzt nicht in einer ATK 7600 ATK packen kann. Und ich glaube, die Zahl ist schon schwer zu erreichen. Ich vermute es einfach mal. So, Gegner, was hast du vor? Hoffentlich gibt er wenigstens am Ende nicht auf. Ich meine, ich tue mir jetzt hier schon schwer. Na, da macht jetzt natürlich einen Schaden. Aber der Effekt von der vom botanischen Mädchen aktiviert sich, womit ich mir den netten, die nette nächste phönixianische Büschel einmal holen will. Dieses Deck ist, wie gesagt, eigentlich aufgebaut worden, ohne irgendwas zu benutzen. Also ohne XMZ und Synchro. Dieses Deck wäre gerade eben auch besser ohne XMZ zurechtgekommen. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, warum er nicht eine phönixianische Büschel-Emelis die ganze Zeit auf meine Hand zurückgeschickt hat. Denn auf der Hand kann ich sie nicht mehr benutzen. Naja, wie dem auch sei, wir aktivieren den Zahlungsnahme, schicken die Büschel-Emelis auf den Friedhof. Ja, und dann würde ich sagen... Ich weiß gerade gar nicht, wenn ich sie zerstöre, kriegt er dann trotzdem Schaden, falls diese Zerstörung auf den Friedhof gelegt wird. Ja gut, dann können wir reißenden Tribut benutzen, sobald wir eine Beschwörung ausführen. Und setze noch den botanischen Löwen. Ich will nicht nochmal eine XMZ-Beschwörung riskieren, sondern werde jetzt ganz auf den Bäuern setzen. Das ist einfach die sichere Sache. Wechseln in die Endphase. Holen natürlich unsere dritte phönixianische Büschel Emerylis wieder auf dem aufs Feld. Wir haben wieder extrem viele Pflanzen auf dem Friedhof bekommen. Und dann würde ich sagen, haben wir da einen Burn auf dem Feld, der mir als Gegner so rein gar nicht gefallen würde, vor allem wenn er jetzt noch eine Beschwörung ausführt. Okay, er macht gemeinsam, sind wir stark auf eine Karte, das bringt ihn aber gerade rein gar nichts. Er bräuchte eigentlich einen durchschlagenden Schaden. Schade, dass er keine Beschwörung ausgeführt hat. Da landet unser botanischer Löwe auf dem Friedhof. Und dann würde ich jetzt gerne eine Pflanze ziehen. Nein, schade. Gut, dann führen wir eine Normalbeschwörung aus. Aktivieren, reißen den Tribut. Und fügen dem Gegner damit echt viel Schaden zu. Doch. Das tut weh. Das tut weh. Aber er kann natürlich sich auch einen Drachen holen. Durch seinen Kindmunddrachen. 1, 2,
3. Gut, dann würde ich sagen, legen wir noch unsere Spiegelkraft, wechseln in die Endphase und beschwören natürlich wieder unsere nette kleine phönixanische Büschel Emerylis. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. Doch, phönixanische Büschel Emerylis dürfte stimmen. Beziehungsweise, ja, unsere 3. Und ja gut, dann würde ich sagen, soweit der Gegner jetzt nicht alle verbannen kann, haben wir gewonnen. Denn im nächsten Zug können wir noch Sturm der Wohlgerüche aktivieren und damit eine Karte auf den Friedhof schicken. Und das sind dann die 800 Schaden. Oh Gott, war das ein langes Match. Ich habe jetzt mein Deck. Also dieses Deck ist echt dafür, dass es weder X und Z benutzt und Synchro stark, finde ich. Es ist nämlich kompatibel zwischen ATK. Es kann nämlich angreifen mit der Prinzessin und Burn. Es hat einfach beides. Und ich habe mich gerade eben an den Gegner angepasst, weil er einfach so stark gespielt hat, dass ich nicht angreifen konnte. Dass ich ihn totgeburnt habe. Also ich finde dieses Deck einfach toll. Das war damals mein Lieblingsdeck und ich war richtig stolz, dass ich das so zusammengestellt bekommen habe. Hab mich gefreut, dass es funktioniert hat. Und dann schauen wir mal, was der Spätgegner macht. Gegner, was machst du? Ach, und vorhin konnten wir die Karte ziehen, weil Sturm der Wohlgerüchte uns eine Karte ziehen lässt. Endphase ergreift natürlich nicht an. Ziehen wir noch irgendwas Schönes? Nein, nichts, was wir brauchen. Aktivieren Sturm der Wohlgerüche. Zerstören unsere eigene Karte. Und töten damit, wartet, den Gegner. Ja, dann würde ich mich bedanken fürs Zusehen. Es tut mir leid, dass es kein eigenes, neues Deck war. Aber jetzt habe ich mein altes, schönes Deck auch mal gezeigt. Das finde ich auch sehr schön. Außerdem habe ich mir überlegt, vielleicht kommt nächste Woche 2 Folgen Yu-Gi-Oh! Ganz einfach, weil es war halt ein sehr altes Deck. Es war keine sonderlich neue Strategie. Es war eher, ja, ein Deck, was man vielleicht so vor 2 Jahren gespielt hat. 1,5, jo, bevor halt Synchro und X und Z eingeführt wurde. Ich weiß gar nicht, wann es war. Es war eine drin, die hätte ich am besten nicht benutzen sollen. Ich habe es auch eigentlich von Anfang an gedacht. Ich habe halt einfach Level 8er noch reingepackt. Level 8er X und Z-Monster, weil Level 8er X und Z-Monster, die sind gut. Und da hat die auch Synchros benutzt. Naja, wie dem auch sei, ich würde mich bedanken fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.